Was ist eigentlich Eigenklang? Hä? Ja, erstmal, also der Name ist irgendwie schon Programm. Wie wenn man mit einem Hörbuch auf dem Ohren durch den Wald läuft. So wie Raumschiffe und so. Das ist ein ganz großer Spielplatz. Soundperformance. Klangkollektiv, Kopfhörerparty. Disco und Geoke. Wie Sex für die Ohren. Es ist schwierig in Worte zu fassen. Ich glaube, man muss einfach mitmachen und vorbeikommen. Kopfhörer rauf und rein jetzt. Los, mache, gucke. Das hat anscheinend auf jeden Menschen eine magische Wirkung. Ich finde es wahnsinnig schwierig zu beschreiben. Vielleicht kriegt das jemand anderes besser hin. Ja, Schlaufe, kannst du mir erklären, was Eigenklang ist? Also, das ist das Kollektiv Eigenklang. Und da oben befindet sich unser neues Eigenklangstudio auf dem Anwesen. Und darin erkläre ich dir jetzt, wie so eine Eigenklang-Performance eigentlich funktioniert. Herzlich willkommen im neuen Eigenklangstudio. Hier gibt es sehr viel Platz und viele Instrumente, um sich auszuprobieren. Im Zentrum der Installation befindet sich der Klangkopf. Wow, der hat aber schöne große rote Ohren. In diesen Ohren befinden sich sehr sensible binaurale Mikrofone, die den ganzen Raumklang aufnehmen. Das heißt, diese Ohren hören alles, was im Raum passiert? Alles wird gehört. Wenn du diese Aufnahmen auf Kopfhörern hörst, dann wäre es fast so, als wären diese schön großen Ohren deine Ohren. Sozusagen 3D-Sound. Cool. Kann ich jetzt auch endlich Kopfhörer anziehen? Ja, bei Eigenklang tragen alle Kopfhörer. Auch die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Dann ziehst du dir jetzt am besten auch welche an. Dankeschön. Die Möglichkeiten von dem Klangkopf sind sehr vielfältig. Ich kann rechts reinsprechen. Ich kann links reinsprechen. Oder den Kopf drehen. Ich kann ganz feine Geräusche direkt ins Ohr geben. Oh ja, ich liebe ASMR. Laute Geräusche und dumme Kommentare lieber von ganz weit weg. Aber das ist noch längst nicht alles. Dieser Raumklang wandert dann über dieses Kabel in das Eigenklang-Special. Damit können wir den Raumklang mit Effekten manipulieren. Zum Beispiel. Oder Echo. 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 Außerdem können wir die Töne manipulieren und auch Geräusche. Lupen. Und wofür ist der ganze andere Kram, der hier so rumliegt? Na, um Musik zu machen. Außerdem können wir noch andere Aufnahmen, wie zum Beispiel Naturgeräusche, hinzufügen. 1, 2, 3, 4 und dam, dam, da, dam, 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 da, dam. Sehr gut. Jetzt singt einfach weiter. Wir nehmen auf. Dazu können wir jetzt noch ganz andere elektronische Instrumente hinzufügen, zum Beispiel Synthesizer. Oder Drumcomputer. Yeah. Oh, das klingt scheußlich. Gib die Kopfhörer wieder her.
Also, so funktioniert Eigenklang theoretisch. Also, so richtig habe ich es immer noch nicht gecheckt. Was sagen denn die Leute, die schon einmal mitgemacht haben über Eigenklang? An sich ist es einfach zu erklären, okay, es gibt die Mikrofone, es gibt die Instrumente, es wird verteilt, es wird gelobt, es wird das gemacht, es wird jenes gemacht. Aber was man dann dabei spürt, ist was anderes. Also es ist ein Gefühl von... Rummisch und danach war das riesig hammergeile Nummer. Das war cool, das war spannend, das war abenteuerlich. Ich habe mich gefühlt wie ein Kind. Ich habe mich komplett frei gefühlt. Auch wenn man jetzt nicht musikalisch ist, kann man sich einbringen und man kann zuhören. Also man kann so dran partizipieren, aber man kann auch sich ausklingen. Und es ist total, das macht es so frei und so entspannt. Und man kommt auch richtig in diesen Flow oder in diesen Groove rein, wo man in diesen, wo man mittendrin ist, als ob man ein großes Orchester wäre. Wo jeder so sein eigenes Ding reinbringt und man ist dann irgendwo da drin und so ein bisschen so in Trance. Magisch. Ich glaube, ich hätte tatsächlich einmal ganz kurz vielleicht so den Tränen da. Aber so ganz einfach wirklich wieder so reingekommen. So, oh mein Gott, das ist so toll. Da geht was Mystisches, Magisches auf. Ich nenne es mal esoterischen Klang. Welten, Farben, die reinkommen. Und dann wieder der Techno-Groove. Und dann auf einmal wieder ganz experimentell, komplett offen, was von den Leuten kommt. Zum Teil auch chaotisch, manchmal etwas anstrengend und nervig. Dann wieder sehr inspirierend und wunderschön, episch. Das bringt die selber gemachte, handgemachte Musik und die elektronisch bearbeitete, verstärkte, gesampelte wunderbar zusammen. Dann bleibt so spannend. Dann ist es nicht immer dasselbe, was du dann hörst, sondern dann wird auch musikalisch wird's immer spannend bleiben. Und das alles gemeinsam gibt dann ein gutes Gefühl. Gutes. Ja, dann gut. Ich fand es eine tolle Erfahrung. Ich fand es schön, kennengelernt zu haben. Also, richtig coole Idee. Viel, viel, viel Inspiration. So, danke. Also, ja, ich bin gespannt. Ich habe Lust, Musik zu machen jetzt. Besuch uns doch einfach. Wir sind anwesend auf dem Anwesen. Das ist in Frankreich, in der Nähe von Dijon. Es lohnt sich. Oder ihr ladet uns ein und wir kommen gern vorbei. Eins, zwei. Also, wenn du eine Idee hast und du möchtest sie umsetzen, dann hilft dir Eigenklang, das zu verwirklichen. In einer Form, die du vielleicht gar nicht gedacht hättest. Ich habe schon was davon gelesen. In Kolumbien ist das schon gemacht worden, auf verschiedenen Festivals. Ob es irgendeine Kellerparty ist? Oder? Mit diesen Kopfhörern so eine Wanderung durch den Wald zu machen? Ja, na, im Radio natürlich. Und Theater. Auf dem Marktplatz, auf allen möglichen Flashmob. Auch in Museen und so weiter. Aber das zum Beispiel mit Jugendlichen oder Kindern aus Plattenbausiedlungen zu machen. Oh yeah, das wäre der Hit. In so Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Krankenhäuser. Und so diese akustische Verzauberung ihnen ihren Lebensgewinn bringt. Und das ist an vielen Plätzen. Also wer auch im Knast. Grenzgebiete. Eine Demo. Also im öffentlichen Raum. Und das, glaube ich, ist, also hat super viel Potenzial, diese vielen unterschiedlichen Menschen so zusammenzubringen. Großfamilien zusammenbringen. Generationen zusammenbringen, Kinder, alte Leute. Dass doch die Kulturbeauftragten der Stadt doch mal bitte das immer im Hinterkopf behalten. Weil es ein starkes Gemeinschaftsgefühl erstellt in dem Moment, was gemeinsam zu erschaffen und zu erleben, wo jeder Zugang zu hat. Und gerade so auf Festivals ist es ja oft so dieses, da vorne ist ein DJ-Pult und ich konsumiere dann. Und das finde ich halt das Schöne, wenn man was Musikalisches auch mitgestalten kann, auch im Prozess mit anderen. Wo so Teambuilding angesagt ist oder eben, ja, wo Menschen zusammenkommen für Begegnungen, eigentlich überall. Ja. Ja, danke, das war es eigentlich auch schon. Vielleicht
vielleicht sogar so gruppendynamische, ich weiß nicht, so pädagogische Kontexte. Auch gut. Genau das wollen wir machen. Cool. Ja, vielen Dank für das Interview. Gerne. Ich kann nur empfehlen, wenn irgendwo eigentlich auftritt, hingehen und versuchen, den Kopfhörer zu ergattern oder eine dicke Spende abgeben.